Lieber Skorpion, Juli scheint ein Monat zu sein, in dem du stark von den Angelegenheiten anderer Menschen geprägt sein wirst. Wahrscheinlich bist du viel mit anderen Menschen unterwegs oder du kümmerst dich erneut um eine Angelegenheit, die dich verzweifeln lässt. Bis zum 11. des Monats hast du Merkur rückläufig in Krebs. Bis Ende Juli lassen sich Themen wie Bildung, Familie und Beruf schrittweise regeln. Allerdings würde ich dir sagen, man sollte wichtige Entscheidungen und Handlungen, die diese Themen betreffen, auf August verschieben, wenn es geht. Nur dann würde man mehr Klarheit über Einschränkungen und Möglichkeiten haben und die Dinge lassen sich einfacher regeln. Am 1. Juli hast du Sonne Sextil Uranus, ein Freund oder Kollegen, könnte dir behilflich bei der Veränderung deiner Lebensumstände sein. Ich weiß nicht, um wen es sich hier handelt, aber auf jeden Fall gibt es jemanden, der dir bei einer Situation behilflich sein kann. Am 2. hast du Saturn rückläufig in Steinbock. Der Einfluss dieses Transits bleibt bis Dezember 2020 aktiv. Ein Verfahren oder Vorgang kann sich verzögern, insbesondere wenn rechtliche oder Behördeangelegenheiten zu regeln sind. Du musst ein neues Konzept entwickeln, um deine Ambitionen und Zukunftsprojekte in der Realität zu verankern. Zwischen 4. und 5. des Monats hast du einen Vollmond in Steinbock. Falls zutreffen, wirst du dich ernsthaft mit einem Geschwisterteil oder Nachbarn auseinandersetzen müssen. Themen wie Lernen, Schreiben und Sprechen sind mit neuen Geschehnissen und Möglichkeiten verbunden. Zwischen 6. und 11. des Monats ist Merkur in Spannungsaspekt zu Mars. An diesen Tagen und am Monatsende werden bestimmte Anreize entstehen, die sich nicht leicht regeln lassen, also bestimmte Situationen, die entstehen, die dich sehr leicht aus dem Gleichgewicht bringen können. Also sei vorsichtig und vor allem auch geduldig an diesen Tagen. Am 12. geht zum Glück Merkur wieder direkt in Krebs, das heißt, er bewegt sich wieder ganz normal. Du bist dabei, etwas Einzigartiges in deinem Leben zu machen, wenn du mit einem Amt oder einem Menschen verhandeln musst, dann solltest du bis Ende Juli sehr vorsichtig beim Vermitteln von persönlichen Informationen sein. Zwischen 13. und 21. haben wir eine Opposition. Also es ist eine krasse Opposition zwischen Sonne in Krebs, Jupiter, Pluto und Saturn in Steinbock. Du wirst bald entweder eine Förderung oder Benachteiligung erfahren, die sich unmittelbar auf deine berufliche Erfolgschancen wirken wird. Um beruflich und privat weiterzukommen, musst du dich an bestimmte Regeln halten und dies wird dir bewusst gemacht. Zwischen 19. und 20. des Monats haben wir einen Neumond in Krebs. Das heißt für dich, dass bis Mitte August gibt es eine Situation, die sich in eine Richtung zu entwickeln scheint, aber dann plötzlich sich zu einer anderen Richtung kehrt. Also das ist eine Möglichkeit. Am 22. tritt die Sonne in Löwe ein. Möglicherweise wird das Thema Behörde, Chef und Bürokratie eine besondere Herausforderung für den meisten Skorpionen darstellen. Wenn dies nicht zutrifft, dann wirst du bald überraschende Nachrichten erhalten. Zwischen 23. und 27. haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Venus und Neptun. Eine Liebesaffäre ist mit dieser Kombination möglich. Und dann zum Schluss beenden wir den Monat mit einem Spannungsaspekt zwischen Merkur und Jupiter, Merkur und Mars. Also wir haben hier einen T-Quadrat im Himmel und das heißt, am Monatsende sind große Geldinvestitionen abzuraten. Mein lieber Skorpion, wenn du aufgrund der jetzigen astrologischen Konstellationen und zukünftige Einflüsse, die auf uns allen zukommen, eine Beratung haben möchtest,
findest du meine Kontaktdaten unten bei der Beschreibung dieses Videos. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Video.